nada. Eine ganze Menge Oldschool-Thrasher und die trafen sich an Ostern in Oberhausen. Der Grund? Die Chris Witchhunter Tribute Show in der Turbinenhalle. Das Benefizkonzert zugunsten der Familie des verstorbenen Sodom-Drummers ist für sein Line-Up schon jetzt legendär und das lockte Fans von nah und fern. I'm from Spain. From Italy. Southern Italy. Oh. Aus Bochum. Ja, aus Friesland. Wie lange bist du gefahren? Oh, 2,5 Stunden ungefähr. Kommst du her? Aus Siegen. Hey. Hi. Where do you come from? Griezelal, Gries. Ja, und freust dich auf die Show? Ja, sie ja. Wieso? Darkness. Oh, das ist geil! Traurige Stimmung gab es auf der Abschiedsparty für den Kultdrummer nicht. Das Ganze kam einer kleinen Zeitreise gleich. Wann trifft man heute schon noch die Helden der 80er, alle vereint auf einer Bühne? Mal gucken, was da kommt. Sieht man ja nicht jeden Tag, dieses Billing, ne? Ah, genau. Assassin. Only Assassin. Okay. Meine Warte für die Assassin Show, also dass richtig viele Oldschool-Leute hier hinkommen, weil wir haben auch ein richtiges Oldschool-Set. Ja, ich habe gedacht, dass auf jeden Fall 1500 Leute kommen, weil viele außerhalb von Europa auch hier sind oder außerhalb von Deutschland, sage ich jetzt mal. Viele Skandinavier und ich habe Leute aus Polen getroffen, Ungarn, Mexiko, Peru, einer aus Australien ist hier. Ist der Hammer, finde ich. Und das ist für die Leute natürlich was Besonderes, weil ich meine, Destruction, Tankard, Sodom, gute Bands, aber die können wir öfter sehen hier und die Leute aus Resteuropa oder aus anderen Teilen der Welt, die haben das natürlich nicht so oft. Dann noch mit Assassin, Darkness, Protector und so weiter. Super Tag heute. Also ich habe damit gerechnet, dass 1500 kommen. Und sind sogar noch ein bisschen mehr, glaube ich. Du hast den Chris ja auch gekannt, oder? Ja, ich habe Chris gekannt, ja. Und wie ist das für dich heute dann so, wenn die Bands so Anteil nehmen, ist das irgendwie bewegend für dich? Ja, total bewegend. Also gerade ist Chris' Mutter auf die Bühne gegangen und hat sich bedankt beim Publikum. Und ich finde, das hat sie so toll gemacht. Also da kamen mir die Tränen. Das fand ich bewegend, ja. Männer heulen nicht, ja. Ich habe verdammte manche Tränenaugen gerade. Es ist gut zu sehen hier. Und ich glaube, da war ich nicht der Einzige. Wir haben mit der Mutter vorher gesprochen und eine ganz süße, nette Omi, die ich glaube 73, 74 ist. So, und jetzt übergeben wir das Mikrofon an die Mama von Chris. Da ist sie, Erika Winkler, die Mama. Ja, hier ist die Mama. Und ich spreche im Namen von meinem Sohn, spreche ich Ihnen. Und ich danke Ihnen, dass Sie so zahlreich gekommen sind und ihm die Ehre erwiesen haben. Da danke ich Ihnen von ganzem Herzen. Ja.
möchte Ihnen noch mal herzlich danken und für die Aufmerksamkeit und dass Sie ihn nicht vergessen haben. Da freue ich mich. Ja. Er war wirklich eine Bereicherung für die Menschen, denn er machte immer gerne den Menschen Freude. Und das war die Hauptsache. Und er liebte seine Fans über alles. Ja. Der 11.04.2009, also ein denkwürdiger Tag. Ob Bands wie Destruction, Paradox, Artillery, Tankard und natürlich Sodom jemals wieder alle zusammen eine Show spielen? Man weiß es nicht. Dieses Konzert zeigt jedenfalls, dass Thrash Metal gerade heutzutage lebt. So viele Kutten und Spandex habe ich noch nie auf einem Fleck gesehen. Das ist so, als ob es die 90er nie gegeben hätte. Das ist eine schöne Osterüberraschung. Ja, die schönste Überraschung, genau. Habe ich noch nicht erlebt. Und so viele Fans und so viele Freunde. Das ist schön, hat nicht jeder. Ne? Da bin ich dankbar für. Ne?